Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Splinter Cell Blacklist. Und zu Anfang möchte ich gerne eine Information rausgeben. Der Erfinder dieses Spiels, Tom Clancy, ist vor kurzem von uns gegangen und ist verstorben. Ich habe leider vergessen, den genauen Datum und auch den Jahresalter von ihm zu sagen. Und deswegen möchte ich jetzt gerne mit euch eine Schweigeminute einführen. Als Andenken für dieses großartige Spiel. Ich weiß, es ist normalerweise sowas eigentlich eher unnötig, aus dem einfachen Grund, weil es nur ein Spieleentwickler war. Aber ich möchte trotzdem jetzt gerne mit euch eine Schweigeminute anfangen. Spult's von mir aus nach vorne, aber ich werde jetzt wirklich, ja, eine Minute lang warten und Ruhe geben. Okay, willkommen zurück. Das war die Minute. Ihr könnt natürlich jetzt auch eine Schweigeminute für jeden anderen eingesetzt haben, hätte ich noch erwähnen sollen. Okay, ich habe auch ein bisschen was hier rumgedeichselt. Grim, was hast du Neues für mich? Äußerst wenig Zeit. In den Angriff überzugehen klingt super, aber es gibt zu viele Spuren. Oh. Kann Charlie uns helfen? Ja, aber er ist nur die Hälfte der Zeit bei einer Sache. 50% mehr als du dachtest. Flugzeug-Upgrades. Ich habe im Endeffekt das komplette Flugzeug fertig gebastelt. Danke, Grim. Wenn das alles ist, würde ich mich gern wieder den Hinweisen geben. Dann mach das mal. Können wir irgendwelche Hinweisen nachgehen hier? Können wir so nicht, okay. Hier auch nicht. Warte, was war's? Hey. Sprechen. Sprechen wir mal. Was hört man denn so über Chicago? Aus Langley? Nichts Gutes. Hätten die uns lieber in Dallas gehabt? Das Ergebnis gefällt ihnen, aber sie wollen im Bilde sein. Wir haben also eine Stadt gerettet und Freunde bei der CIA verloren. Ich tappe auch ungern im Dunkeln. Die Mission wäre glatter gelaufen, wenn ich geholfen hätte. Du bist beim nächsten Mal dabei. Fortschritt. So. Keine Ahnung, was ich hier sehe. Ist mir auch egal. Das war's vorerst. Okay, ich warte. Halt mich auf dem Laufenden. Okay, kein Problem. Tja, wäre besser gelaufen, wenn ich dabei gewesen wäre. Der hat letzte Mission ordentlich verkackt, wo er dabei gewesen war. Hey! Charlie? Hey Sam, ich habe vorhin kurz in Vicks Krankenakte gesehen. Du hast dich ins Walter Reed gehackt? Hacken nennt man's nur, wenn's schwierig war. Okay, die Neuigkeit. Naja, alles positiv. Ihm geht's besser. Er hat sogar einmal die Augen aufgemacht. Dachte, es würde dich interessieren. Danke für die Info. Ausrüstung. Ach so. Sag deinem Freund danke. Wenn ich ihn finde. Er ist einfach verschwunden. Die gute Nachricht ist, dass das mit den toten Briefkästen anscheinend Schule macht. Noch ein Datenpaket? Ja. In Amman wartet bereits was auf uns. Jordanien? Meinst du, es lohnt sich? Bestimmt. Hör zu, Sam. Diese Menschen riskieren ihr Leben, um Daten für uns zu beschaffen. Für mich. Ich will sie nicht im Stich lassen.
Okay, wir wollen aber die Ausrüstung anpassen. Und zwar haben wir nämlich schon wieder 1.444.742.767. Und deswegen können wir unseren Sammy hier mal ein bisschen zurechtdödeln. Wir haben hier schon Best Pistol, die wir haben können. Die Pistole ist auch schon weitgehend ausgerüstet. Ich habe keinen Bock auf eins dieser Visiere hier. Wir können uns eigentlich mal hier kommen. Wir gönnen uns mal das Holo-Visier. Wir haben auch eine zwei Waffen zur Auswahl. Die SC-400 ist schon komplett ausgerüstet. Und die Sniper ist auch schon komplett ausgerüstet. Je nachdem, was wir halt für eine Mission haben, habe ich mir die mal rausgesucht. Spezial ist schon die Armbrust, aber auch... Oh, Schlafgas haben wir noch nicht. Dann machen wir uns nochmal dieses Schlafgas. Yeah, Zugang zu Upgrades-Ausrüstung. Freue ich mich. Wir können aber noch ein bisschen die Ausrüstung verfeinern. Haft-EMP brauchen wir nicht. Tränengas ist nicht wirklich wichtig, finde ich. Wir brauchen aber ein paar Splittergranaten mal für den großen Wumms. Brandgranaten sind auch nicht so verkehrt. Also das haben wir noch Sprengladung. Ach, warum nicht? Weißt du was, dann kaufen wir uns auch die restlichen Scheiße noch. Und dann haben wir alles. So, alles ausgerüstet. Was haben wir rausgesucht? Splittergranaten, Brandgranaten, Sprengladungen. Ich würde lieber die Kontakt nehmen. Hier, das legen wir ab. Brandgranaten nehmen wir mit. Rauchgranaten sind auch nicht schlecht. Das legen wir ab und nehmen das hier dafür. Und der Trikopter ist ausgerüstet mit Offensivmaßnahmen. Stattet den Trikopter mit einer tödlichen Selbstzerstörungssprengladung aus. Ansonsten haben wir noch hier Trikopter-Sonar. Fügt neben Offensivmaßnahmen einen automatischen Sonar-Scan-Impuls hinzu. Achso, ist sogar eine verbesserte Variante. Nehmen wir auch das gleich mit hinzu. Dann haben wir das schon mal. Brille 4, Mann. Ich kann ganz ehrlich sagen, also ich finde das eigentlich schon mit am geilsten. Aber wer weiß, was die anderen hier alle, Hochfrequenz, umgebungsnah, integrierte Optik, die Alpha-Brille, müssen wir eigentlich eine Handy-App spielen. Komm, dann kaufen wir auch mal gerade. Die ganzen Brillen hier. Was haben wir denn hier? Alternative Formfaktor für Distanzbrille. Okay. Erhöht zusätzlich zu den vorherigen Upgrades die Reichweite auf 20 Metern. Ja, nehmen wir das doch direkt hier. Mein Gott. Backups-Anzug, den Torso. 1000 Freunde. Alter, hier kann man ordentlich den Anzug aufbessern, ey. Ah, muss ich mich bei Apple anmelden. Schließe sämtliche IE-Missionen von Briggs ab, um dieses Gegenstand freizuschalten. Alpha-Anzug. Melde dich bei Apple an und löse Units ein. Ich will aber nicht bei Apple anmelden. Es ist immer eine große Angelegenheit. Was machen wir jetzt? Ich will es eigentlich mal so lassen. Handschuhe. Haben wir die Scharfschützen-Variante? Können wir eh nicht. Also wir können sowieso nur hier in diese Richtung verbessern. Dann machen wir es auch mal weitgehend. Hosen! Da haben wir Alpha. Ich finde eigentlich mit die beste Variante, die man holen kann. Stealth wäre mal ganz angebracht, wenn wir da mal ein bisschen besser sind. Dann verbessern wir sie gleich auch weitgehend. Lichter, da behalten wir das doch einfach. Hose haben wir, wie gesagt. Handschuhe verbessern wir auf weitgehend. Dann haben wir die Elite-Handschuhe. Dann haben wir Waffenhandhabung ordentlich verbessert. Das ist ganz gut. Dann brauchen wir die nicht mehr. Dann wäre Panzerung eigentlich das... Nice!
Da würde ich eigentlich sagen, würde ich eigentlich am liebsten die Panzerung mal ein bisschen besser machen, aber wir würden halt Stealth ordentlich wieder dafür einbüßen. Dann müssten wir halt die Hose darauf ansetzen, auf Stealth. Aber dann würden wir halt ordentlich an Panzerung wieder einbüßen und das will ich eigentlich nicht. Also Panzerung ist mir eigentlich wesentlich lieber noch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Tja, Stiefel. Alter, da würden wir einiges an... Nee, Stealth verlassen wir mal. Die Panzerung müsste noch ein bisschen... Okay, Hose ist so die beste. Elite haben wir. Torso war das, ne? Da könnten wir Stealth... Komm, dann machen wir es jetzt. Haben wir Stealth um 1 verschlechtert wieder, aber gut, dafür haben wir jetzt Panzerung, Waffen haben dafür wesentlich besser. Okay, dann ist unser Sam eigentlich auch mal wieder schön neu eingekleidet. Pistole haben wir ein Update drinne. Schwarzmarkt. Großkaliberwaffe ohne Schalldämpfer, dafür mit immensen Mannstoppwirkung. Ich möchte so gerne eine haben, die so trrr, trrr, trrr macht, so 3 Schuss oder sowas. Aber, naja. Brauchen wir ein DLC. Ja, und die SC-400, also ich meine, guck dich mal die Werte an, mit wenn alles ausgerüstet ist. Kannst du nur noch auf den Sniper, die ist allerhöchstens besser. Die anderen gefallen mir auch so ganz, wirklich im Endeffekt nicht wirklich. Und natürlich kann man die jetzt auch wieder aufbessern, weil ich sag mal, Kontrolle jetzt da auf einen Schlag da hochkriegen, das kannst du vergessen, ey. Wir bleiben bei dieser Waffe und bleiben auch hier. Gut, dann haben wir uns Sam ein bisschen ausgerüstet und haben die 1.442.000 ordentlich ausgegeben. Das wär's erstmal. Wenn ich noch was höre, bring ich dich an. Okay, machen wir so. Dann würde ich sagen, können wir uns eigentlich auch schon direkt auf die nächste Mission stürzen. Obwohl, wir haben ja noch einen Gefangenen, ne? Bilder von Louis anwesend. So. Lower Holding, ich habe jetzt keine Ahnung. So. ICQ-Code wieder eingeben, also ICQ-Nummer eingeben. Nein, wir sind hier richtig. Hey! Corbin. Es wundert mich, dass du mich noch nicht durch irgendeine Glasscheibe geworfen hast. Mich auch. Ja, es ist fast, als wäre ich jetzt ein Teil des Teams. Dreh mal nicht durch. So nützlich warst du auch wieder nicht. Corbin-Mission, das machen wir später. Gute Arbeit, Charlie. War mir wie immer ein Vergnügen. Grüß die Eiskönigin von mir. Pisser! Er hat mich Arschloch genannt, kann ich da nichts für. Apropos, grüß die Eiskönigin von mir. Da würde ich sagen, müssen wir auch mal mit einer bestimmten Person nochmal ansprechen, würde ich sagen. So, ein bisschen. Dann wollen wir nochmal hier. Hallo, Schatz. Oh mein Gott, Dad. Was ist passiert? Ich lese gerade die verrücktesten Meldungen aus Chicago. Warst du das? Hast du... Alles okay. Mir geht's gut. Kauf sicherheitshalber ein paar Flaschen Wasser. Du glaubst nicht, was los ist. Ich meine, Guam war eine Sache. Aber keiner hatte damit gerechnet, dass die uns wirklich hier angreifen. Wie geht's dir? Ganz gut. Ich versuche keine Nachrichten zu sehen. Es ist schlimm. Es hätte schlimmer kommen können, glaub mir. Völlig egal, Dad. Es ist passiert. Hier. Jeder glaubt, dass er das nächste Ziel sei. Lass sie ruhig spekulieren.
Menschen in Angst interessieren sich nicht für Logik. Sie geraten in Panik. Hast du mir beigebracht? Manche wollen, dass das Kriegsrecht angewandt wird. Und in Toledo hat ein Irrer das Gemeindezentrum angezündet. Solche Dinge geschehen überall. Okay. Sei vorsichtig. Wenn du Hilfe brauchst. Dann weiß ich, wen ich anrufen kann. Bis bald. Jetzt haben wir nichts davon erzählt, dass der Kollege...